Kann man da was mitmischen? Gucken wir einfach mal, was es gibt. Also wahrscheinlich werde ich nachher am Ende bei der Standard bleiben. Du, Judith, du brauchst dich nicht entschuldigen, wenn du abends keine Zeit hast. Das ist... Real Life geht vor. Da brauchst du dich auf keinen Fall entschuldigen. Ich freue mich, wenn du da bist, aber das ist doch klar, dass du nicht immer dabei sein kannst. Sie sehen alle nicht besonders doll aus. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich beim Standard. So. Standard aussehen. Wir bleiben bei Standard aussehen. So, dann können wir Ausbildung wählen. Die Klassen. Ich glaube, ich muss jetzt ganz kurz mal den Chat auf die andere Seite schieben, damit ich jetzt besser lesen kann. Das war nicht der Chat. Das ist der Chat. So, ich schiebe mal den Chat auf die andere Seite kurz. So, Sicherheitspersonal. Während ihrer Zeit bei den Allianzmilitären haben sie so viel wie möglich über Waffen und Taktiken gelernt. Angriff, Traf, Betäubung, Schuss, verschießt ein wärmesuchendes Projektil mit hoher... Dann Bionika. Sie wurden beim Allianzmilitär als designierter Bionika eingesetzt und haben ihre Kameraden mit ihrer Fähigkeit... Ich muss mich leiser machen. Eingesetzt und haben ihre Kameraden mit ihren Fähigkeiten unterstützt, Masseneffektfelder zu kontrollieren. Anfangskraft werfen. Freigeschaltete Fähigkeit Singularität erzeugt einen Strudel der Gegner in den Hangar. Und Techniker. Als Techniker im Allianzmilitär haben sie gelernt, wie man Drohnen bedient und feindliche Systeme hackt. Auch nicht schlecht. Anführer. Sie haben sich beim Allianzmilitär als Teamplayer mit Führungsqualitäten erwiesen und in enger Zusammenarbeit mit ihren Kameraden für Sicherheit und die Sicherheit anderer gesorgt. Angriffskraft, Energieentzug. Kämpfer. Wenn es zum Kampf kommt, waren sie immer als Erster dabei. Meist im Einklang mit dem Protokoll des Allianzmilitärs. Allerdings nicht immer. Und Agent. Sie haben beim Allianzmilitär das Verhalten beim bei Geheimmissionen und die dabei vom Spezialeinheiten eingesetzten Tech studiert, konnten dieses Wissen aber vor der Andromeda-Initiative nur selten anwenden. Ja, ich glaube, ich werde Techniker. So. Das war doch das Techniker, oder? Genau. Weil so Roboter hacken, das ist cool. Dann Namen festlegen. Genau, jetzt können wir auch den Zwilling angucken. Gucken wir mal Zwilling an. Was haben wir denn hier? Was für Zwillinge haben wir denn da? Eins. Willst du mein Zwilling sein? Zwei. Oh, das sieht auch nicht doll aus. Drei. Oh je. Eieiei. Ich glaube, ich bleib da auch beim Standardzwilling. Hier, kriegst du Standardzwilling. Und Vergangenheit anpassen. So. Wählen Sie das Geschlecht des legendären Commander Shepards, erster Spectre und Menschen der Zitadelle. So, mein erster Shepard, und wir greifen da auf den Commander Shepard aus Mass Effect 3 zu, dass ich auch Listen mehr habe. Und da war es ein weiblicher Shepard. Also nehmen wir weiblichen Shepard. Ja. Aktuelle Vergangenheit, weiblicher Shepard. Charakterdaten hochladen, bestätigen und starten. Und damit geht's los. Wir spielen auf leicht. Wir spielen auf leicht. Das hat keiner von euch gesehen. Aber ich bin so eine Memme in so Spielen. So, okay. Wir schieben den Chat wieder auf die andere Seite, dann ist er ein bisschen besser. Oh, diesmal lädt's nur so. Ah, wir müssen... Hä? Ah, es geht los. Okay, es geht los. Es geht los. Es geht los, es geht los. Ich freue mich. Electronic Arts präsentiert. Eine BioWare-Produktion. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Hi Martin. Wir alle lassen unsere Familien zurück. Unser Zuhause. Den Geburtsort unserer Spezies. Und hi Edlein. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten. Andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute
machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Im Jahr 2185 lebte die Menschheit in einem goldenen Zeitalter der interstellaren Raumfahrt. Unsere Entdeckung uralter außerirdischer Ruinen auf dem Mars brachte unsere wissenschaftlichen und technologischen Kenntnisse um Jahrtausende nach vorn. Während viele die neuen Feinheiten und Herausforderungen bei der Entdeckung der Milchstraße auslebten, drängten es andere zu noch weit entfernteren Städten. Nur für Hunderttausende beginnt hier ein neues Abenteuer in Mass Effect Andromeda. Ja, Chaos, du hast die Charaktererstellung verpasst, aber ich habe den Standardcharakter genommen und lediglich das S gegen ein H ausgetauscht. Und hallo, Anna! ...634 Jahre später. Arche Hyperion, Belegung 20.000 menschliche Kolonisten. Ich erkläre es gleich, wenn wir die erste Cutscene vorbei haben und wir das erste Mal einen Dialog auswählen können. Dann erkläre ich ein bisschen was zu dem Spiel. Andromeda-Galaxie, Zielort, Habitat 7, im Helios-Cluster. Also im Prinzip ist es so, wir haben uns mit einem riesigen Raumschiff aufgemacht. In eine andere Galaxie. Und es sind 600 Jahre vergangen seitdem. Es spielt zwischen... Also, die Reise fing an zwischen Mass Effect 1 und Mass Effect 2. Und jetzt sind 600 Jahre seitdem vergangen. Wir sind in... haben so lange geschlafen und sind jetzt in der Andromeda-Galaxie angekommen. Und damit startet es Neues. Ich werde immer wieder mal ein paar Referenzen, wenn ich was sehe, auf andere Spiele, welches erklären und andere Völker. Und hallo, Pia! Wir sind da. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. Ich habe 600 Jahre langsam angehen lassen. Ryder, Aufklärungsexpertin, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihr nicht erstmal einen Kaffee holen? Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Gut, wir dürfen jetzt hier immer wieder Dialoge auswählen. Und da können wir jetzt diesmal wählen zwischen emotionalen, logischen, zwanglos und professionellen. Ich muss noch ganz kurz was aufrufen, weil ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie die einzelnen Rassen heißen. Deshalb rufe ich mir ganz kurz mal das Mass Effect Wiki auf. Denn dann kann ich ein bisschen was... Ich kann viel zu der Backstory sagen, zu den Rassen, aber ich kriege die Namen nicht mehr immer hin, deshalb müssen wir mal... Rosemary, Wölfe, weiß ich. So viel habe ich schon mitgekriegt. Wölfe sind deine Lieblingstiere. So, und das hier ist eine Asari. Und das Besondere bei den Asari ist, die Asari sind erstmal das älteste Volk in der bekannten Galaxie, also und das langlebigste. Also die können ein paar tausend Jahre alt werden. Oder tausend Jahre alt werden. Und das Besondere ist, die haben nur ein einziges Geschlecht. Aber es gibt keine Männer und Frauen in dem Volk, sondern es ist einfach ein Geschlecht. Und das Besondere ist hier, sie können sich aber mit anderen Rassen paaren. Das heißt, man kann, die können also auch mit Menschen und so weiter Beziehungen eingehen. Und das kann hier eventuell sein. So, wollen wir eher professionell agieren oder
machen wir... Ach komm, einfach macht einfach keinen Spaß. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe einfach gewählt vorher. Wir sind dafür ausgebildet. Selbst wenn es das nicht wird, wir sind bereit. Das hoffe ich. Wissen Sie etwas? Der Pathfinder will Sie alle in einer Stunde missionsbereit haben. Sehen Sie hierher. Weshalb die Eile? Weiß ich nicht, aber irgendwas ist faul. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Gut, ich werde diesmal nicht die Sachen vorlesen, weil das Problem ist, die sagen sowieso was anderes. Deshalb guckt am besten genau unten hin, was ich wähle. Aber ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sichergehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen. Theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Wie ein 600 Jahre altes Eis am Stiel. Ich hoffe, es gibt genug Kaffee. Bestätige. Laut Ihres Adenosinspiegels in Ihrem System funktioniert das Neuralimplantat einwandfrei. Adeno was? Es bedeutet, Sie sind noch nicht ganz wach. Aber das ist kein Grund, Sie hier zu behalten. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihren Bruder aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Los. Sie hat sich losgerissen. Halten Sie sich einfach fest. Maschinenraum, Bericht. Halt dich irgendwo fest. Ja, wo soll das? Auf der Kryostation ist die Schwerkraft ausgefallen. Oh, pass auf die Spritze auf. Okay. Ich bin so gut wie drin. Halten Sie durch. Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich muss unbedingt noch die Untertitel einstellen. Geht's allen gut? Nee. Ich denke schon. Was ist passiert? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, hier. Wir haben hier ein Problem. Bei Scott Ryder. Oh, es ist mein Bruder. Mein Bruder! So, jetzt will ich erstmal ganz kurz das Menü irgendwie aufrufen. Option. So, weil ich will doch irgendwie Untertitel haben, damit man manche Sachen besser nachvollziehen kann. Die Frage ist, Spiel hier wahrscheinlich, oder? Genau, Einstellungen. Grafik würde ich mal sagen. Filmkörnung aus. Filmkörnung ist ein Effekt, der die Texturen von entwickelten Filmen demoniert. Will ich nicht. Chromatische Aberration. Was? Chromatische Aberration ist ein Effekt, der natürliche Farbverteilung. Ja, meinetwegen. Ja. Und Studio. Ne, doch Audio ist das scheiße an. Dynamikumfang. Stereo. Dialoglautstärke. Untertitel. Untertitel aktivieren. So, okay. Okay. Dann. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich muss mir das erst ansehen. Sind die Dichtungen beschädigt? Ryder, geht es meinem Bruder gut? Scott ist okay. Seine Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Informieren Sie bitte den Maschinenraum. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge. Das bedeutet lediglich, dass der Vorgang etwas länger dauert als üblich. Sam? Meine Verbindung zu Scotts Implantat wurde unterbrochen, aber sein Puls, seine Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir ihn noch eine Weile im Koma und lassen seinen Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wieder erlangen. Er kommt wieder in Ordnung. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können.
Habt ihr Geschwister? Ja, ich habe eine Geschwister. Ich habe eine kleine Schwester, allerdings die kleine Schwester ist jetzt auch schon über 30. Der Gravitationsverlust bedeutet, so, du bist Fischer. Morgen, Ryder. Oder Nachmittag. Oder keine Ahnung. Und hallo, Anna Wie. Freut mich. Also ich habe jetzt extra die Untertitel reingemacht, damit falls... Ich muss, glaube ich, doch den Chat da auf die andere Seite bringen. So, damit ich einfach sagen, wenn es was eingeblendet wird. Ich habe den Untertitel reingemacht, damit falls ich dann doch über irgendwas überlese. So, Nachrichten von Jin Carson. Hallo Reisender und willkommen zu Ihrem ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Straße erholen, seien Sie versichert, dass Sie sich in guten Händen befinden. In nur wenigen Stunden werden Sie die Hyperium verlassen und zu tausenden anderen Kolonisten stoßen. Sie werden Ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem Sie immer geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, aber ich verspreche Ihnen, es hat sich gelohnt. Jin Carson, Gründerin der Andromeda-Initiative. So, ich muss ganz kurz reingucken. Im ersten Teil hatte ich was mit Tali, im zweiten Teil was mit Garus und im dritten Teil hatte ich was mit Liara. So, jetzt habe ich's. Hallo, Ada Wie. Ja, jetzt ist er auf der dunklen Seite des Streams. Ich hatte im ersten Teil was mit Liara, im zweiten Teil was mit Miranda und im dritten Teil, keine Ahnung. Wir uns bereit machen sollen. Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Ihr müsst mir sagen, wie ihr das lieber haben wollt mit dem Chat. Auf der linken oder auf der rechten Seite? Wo kommen Sie? Sind Sie bereit? Was ist los? Beziehungsweise ich mache das vielleicht ein bisschen, ich mache es wieder auf die rechte Seite, aber ein bisschen unter drunter. So ist es vielleicht besser zu lesen. Hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Ja, ja. Aber wir wissen nicht, wo der. Auch wenn es zur Explosion kommt, ich will lieber erstmal mit den Leuten hier reden. Ryder könnte ihn finden. Sie hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. So, Scanner. Und was müssen wir jetzt scannen? Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir könnten eine komplette Kryostation verlieren. Ryder, versuchen Sie, die ganze Leitung zu scannen. Sie müssen den Defekt finden. Ja, okay. Die Energiewerte steigen weiter an. Wie scanne ich? Dieses Element funktioniert einwandfrei. Wenn wir die Energie nicht ausgleichen, es gibt keine Hinweise auf einen Defekt. Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Ja klar, kann ich. Kein Problem. Das ist... Via Techniker. Override. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Genau dafür habe ich Technik studiert. Das Netz stabilisiert sich. Garantiert explodiert gleich alles. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Dann wartet hier rüber. So, und... Hallo, wie geht's euch? Braucht ihr Hilfe? Das war knapp. Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das Abenteuer beginnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Ja, genau, weil manchmal auf der rechten Seite Beschreibungen sind, habe ich das auf die linke Seite vorhin rübergezogen. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festem Boden.
Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Oh, Schoko ist ein gutes Stichwort. Ich habe noch Schoko da. Muss ich nachher holen. In einer kleinen Pause. Mache ich eine kleine Pause und hole mir Schokolade. Aha, ich habe mir extra für heute Schokolade gekauft. Sie hat das Kommando oder... Sie hat das Kommando. Sie ist der Captain. Das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ja, bitte? Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde. Wenn wir Glück haben. Sind auch lecker. Ich hole mir gleich Schoki. Alle unsere Langstrecken. Das war richtig toll, haben Sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. So, wir können jetzt wieder wählen zwischen logisch oder emotional. Und die Sache ist, angeblich ist es dann so, dass im späteren Spielverlauf mein Charakter sich danach anpasst, was ich jetzt so am Anfang wähle. Also wenn ich eher immer emotional wähle, dann wird mein Charakter eher emotional. Wenn ich eher logisch wähle immer, dann werde ich eher zum Logischen. So. Sieht schlimm aus. Sie hat recht, der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Habt ihr es gerade mitgekriegt? 20.000 Seelen. Da müssen wir uns noch ein bisschen ranhalten, nicht wahr, Leute? Aber der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ich habe auch noch einen Schokomilchreis. Ja, ah, toll, toll, toll. Hol ich mir nachher. Wenn man so längere Er ist dickköpfig, nicht wahr? Nicht gerade umgänglich. Er ist nicht gerade ein Diplomat. Soziale Kompetenz war nie seine Stärke. Hauptsache, er weiß, was er tut. Es gibt hier keine Kavallerie, die uns retten kommt. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Wobei, das geht noch. Also das Gesicht von ihr ist noch nicht so schlimm wie andere Sachen, die ich aus... Also die selbstgebastelten Sachen sind noch viel schlimmer. Oh, Pia, kriege ich auch mitgelesen. Handbuch für Pathfinder-Teams. Einführung. Als Mitglied des Pathfinder-Teams spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der Bemühung der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren. Das Team muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen. Status verifizierender goldener Welten. Aufklärung und Kartografierung unbekannter Gebiete, Planeten und Himmelskörper. Wissenschaftliche Analyse und Entdeckung neuer Phänomene. Potenzieller Erstkontakt mit Spezies. Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen. Allgemeine Unterstützung von Siedlungen und Außenposten. Harper, Ryder, zum Hangar. Eine 5. Eine 5 in Geschichte ist auch nicht gut. Wie konnten sich die Umstände so ändern? So, Fischer. Ryder? Hey Fischer, wie geht's? Ich habe von der Brücke Leuten hören, dass Ihr Vater und der Captain in dieser Sache nicht einer Meinung sind. Glauben Sie nicht Gerüchten. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Okay. Dann tue ich einfach so, als hätte ich nicht gehört, dass Sie auf Duns Seite waren. Noch mehr Gerüchte. Mag sein. Aber am Ende ist es doch so, dass das Pathfinder-Team dem Pathfinder untersteht. Außerdem ist Ihr Dad hier der N7. Er ist der beste Schütze. Ich gehe dahin, wo er hingeht. Hm.
Die N7 war eine Spezialeinheit der Menschen. Beziehungsweise, ja, waren, weil ja, das ist jetzt 200. Mach mal hier die Musik aus. Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Ja! Tut mir leid. Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja. Wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Schwer zu sagen. Die Sensoren kriegen keine klaren Werte von dem Planeten rein. Nun, dann bleibt die Sache zumindest interessant. Ja, es wäre doch schade, wenn das viele Training nicht zum Einsatz käme. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Hallo, Pauli. Pia, ich mochte Mathe auch, vor allem, weil ich ja Mathelehrer, Geschichtslehrer und Physiklehrer war. Erledigt. So. Mein Helm? Pathfinder wünscht außerdem, dass sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Sicher ist sicher. So, und jetzt? Jetzt müssen wir in die Richtung des Raums. Ah, da ist noch ein Datenpack. Wir nehmen natürlich Datenpacks mit. Wir wollen ja Lore haben. Protokoll für Erstkontakte. Sollte ein Mitglied des Pathfinder-Teams auf intelligentes außerirdisches Leben stoßen, muss das Erstkontaktprotokoll strengstens eingehalten werden. Die Andromeda-Initiative zählt die Grundsätze des Friedens und der Kooperation zu ihren zentralen Werten. Aggressive Handlungen gegen Außerirdische sind nur gestattet, wenn diese eindeutig feindselige Absichten an den Tag legen und wenn Mitglieder des Pathfinder-Teams sich in akuter Verletzungs- oder Todesgefahr befinden. So. Ich habe in der Milchstraße ja schon so einiges gesehen, aber sowas wie das da noch nie. Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Nein, aber das hier ist unsere Chance, allen zu zeigen, wozu wir fähig sind. Wir gehen da raus und verdienen uns unsere Sporen. Sie sind wirklich Alex Tochter. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Ehrlich gesagt esse ich lieber, als gegessen zu werden. Ach, man ist erst dann ein echter Entdecker, wenn man ein paar Narben hat. Oder Bissspuren. Alles klar, machen wir uns auf den Weg zum Shuttle. Dort sind wir einer zu wenig. Internet ist blöd heute. Ich weiß, was passiert ist. Aber dein Bruder ist stark. Er schafft das. Das hoffe ich. 600 Jahre Schlaf sollten doch reichen. Du kennst ihn doch. Er war nie ein Frühaufsteher. Aber du musst das ausblenden. Die Mission ist zu wichtig. Ja, Sir. Eure Mutter wäre stolz auf euch beide. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben, dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Dann ist ja gut, dass der Stream wieder geht. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Darauf habe ich 6 Minuten gewartet, aber diese 6 Minuten waren ewig, dass das Internet wieder geht. Also ich kann das nachvollziehen. Archim Ferion, wir Shuttle 1, wir schalten auf manuelle Steuerung. Shuttle 2, folgt Ihnen. Viel Glück, mein Team.
135. Navigationssignal zeigt grün. Verstanden. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an. Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst, halten Sie sich fern. Hier ist ganz schön was los. Gravitationsanomalie. Mal sehen, ob ich ausgleichen kann. Das würde mein Magen sehr begrüßen. Das war's. Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Ja, besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Festhalten, ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Flugleitsystem ist gestört. Das legt sich wieder. Die Steuerung macht, was sie will. Anflugvektor und Dreikörper Steuerbord kontrollieren. Wir sind durch. Heilige! Shuttle 2, sehen Sie das auch? Bestätige, sieht nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Bodenstruktur, Backbord. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, hier Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Und wenn Sie nicht freundlich sind? Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. War das ein feindlicher Beschuss? Ryder! Beschleunigung erhöht sich. Ach, wirklich? Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Ach, wirklich? Ist das in Ordnung? Erreicht tödliche Geschwindigkeit. Ja, super. So viel zur tödlichen Geschwindigkeit. Den Planeten kenne ich noch aus No Man's Sky. Bin ich auch auf dem Planeten gelandet. Hyperion! Sam! Hört mich irgendjemand? Vergessen Sie's, Ryder. Sam ist offline. Der Comlink ist tot. Wir aber erstaunlicherweise nicht. Genau, man kann sie noch essen. Das ist gut. All die jetzt, ihr könnt kommen. Es gibt, und gibt es noch Überleben? Die könnte man dann auch essen. Und die anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Das Shuttle ist auseinandergebrochen. Und... was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Warum? Ist doch kuschelig. Also, mir gefällt's. Wir brauchen wohl eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Gehen wir. Trophäe erhalten, Erstkontakt. Ich habe zwar keinen Kontakt mit irgendwas aufgenommen, außer mit dem Erdboden. Ryder, wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich habe schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Das erklärt, warum wir unsere Sam-Verbindung verloren haben.
Sam, wo bist du? Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, wie wir in die Höhle gekommen sind. Sie sollten überprüfen, ob sie funktioniert. Schießen Sie mal auf diese Treibstoffzelle. Sie ist sowieso im Arsch. Ich würde sagen, sie funktioniert. Halten Sie, um Ihre Waffen zu halten. Ah ja, okay. Da oben fliegt irgendwas. Oh, wow. Hier leben Drachen. Cora wird es lieben. Juhu, Drachen. Ja, wir kommen ein drittes Mal. Also seit gestern Abend, als wir zusammen gespielt haben, wo plötzlich das Internet weg ist, seitdem bin das hier irgendwie. Na los! Ich bin nicht sicher, ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann mal los! Ich glaube, ich würde lieber abstürzen, als vom Blitz getroffen zu werden. Nur Geduld. Vielleicht passiert uns ja beides. Wie hat mein Dad sie gefunden? Ich war ein Cop und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle ihm die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Du wirst garantiert nicht überleben. Wollen wir wetten? Das wird knapp! Na los, wir kriegen das hin. Ja, werden wir machen. Ich würde sagen, am Wochenende irgendwann mal. Und ansonsten kann man Sachen auch noch schreiben. Also wenn wir nicht unbedingt gerade sprechen können, kann man das auch immer... Ich habe ja noch eine Modi-Ecke zum Schreiben. Machen Sie mal Platz. Danke. Was zum Teufel ist das? Ärger. Ein Rätsel, das wir lesen müssen. Keine Ahnung. Aber wir werden es rausfinden. Sie klingen wie Ihr alter Herr. Er hatte recht. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Nur was? Eins nach dem anderen. Ryder, das ist Fischer. Warten Sie. Dort. Ein bisschen aus wie Proteaner. Aus dem ersten Teil. Oder aus dem dritten Teil. Was sagt das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. Sowas schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Bleiben Sie ruhig. Versuchen wir, einen guten ersten Eindruck zu machen. Ja, und wenn's nicht klappt, hat Fischer eine Kugel im Kopf. Ja, Vulkan zu benutzen. Wir greifen nur zur Waffe, wenn es... Neuer Schuh! Ich bin verletzt! Er sieht uns! Ich brauche... Wir verstehen Sie nicht! Wir wollen nicht kämpfen, dieser Mann gehört zu uns! Neuer Schuh! Klingt nicht gerade freundlich. Was macht der andere Typ? Scheiße, sie schlagen ihn! Zomerat! Hilfe! Ryder, sie werden ihn töten! Zomerat! Oh, jetzt. Scheiße, die meinen es ernst! Okay, das war's! Alles okay, Fischer? So viel zum Thema Frieden. Danke, dass Sie eingegriffen haben. Ich hätte es gerne vermieden. Unsere ersten Aliens und wir versuchen, einander zu töten, das war nicht der Plan. Pläne ändern sich. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist. Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Wir wissen noch nicht mal, was sie wollen. So wie Sie sie behandelt haben, Blutproben, würde ich sagen. Vergesst nicht, wir sind hier die Aliens. Vielleicht verstehen wir sie ja nicht. Oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Die brechen die Regeln jeder Galaxie. Warum gehen sie so auf uns los? Ich weiß nur eins, ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere.
Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, Ball, Ball! Können Sie laufen? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Okay, machen wir gleich. Augenblick. Wow, sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Keine Ahnung. Ah, achso, ich muss die jetzt scannen. Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es. Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Okay, und scannen beenden. Und wie sieht's bei dem hier aus? Da hinten können wir noch scannen. Ne, Behälteröffnung. Okay. Alles, Schildkondensator und Brandmunition. Schildkondensator erhöht die maximale Schildladung und regeneriert die derzeitige... Okay, alles nehmen. Egal was es ist. Wir nehmen alles mit. Da können wir noch was machen. Okay, das lädt dann automatisch nach. Wer schießt denn da auf uns? Hallo, wer schießt da? So aggressiv. Einer ist da noch. Das war der letzte. Ich habe nur eine Pistole. Ich fasse es nicht, dass das hier wirklich... Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit Ihnen umgehen, wenn Sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Ich hoffe nur, Greer ist noch am Leben. Trotzdem! Scheiße, haben Sie das gehört? Ja, leider. Ja, kommt. Passen Sie auf! Was ist das für ein Ding? Okay, es ist tot. Was auch immer es war. Wie konnte es sich so tarnen? Keine Ahnung, aber wir scannen das mal sicher als aber. Bin auf dem Weg! Es unbekannte ist vollständig Lipfung. Organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow, dann ist die Tarnung also biologisch? Ja, erstaunlich. Kommt in ein anderes Universum, haben sie gesagt. Geht in eine andere Galaxie. Da werden sie alle mit euch gut umgehen. Was soll da schon schief gehen? Hey, sehen Sie mal, Signalraketen, da drüben. Das okay. Könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nav-Punkt. Was denken Sie, ist da unten? Noch mehr Möglichkeiten, einen qualvollen Tod zu sterben? Vielleicht kommen wir mit den Jetpacks rüber. Claire, tut mir leid, den einen Punkt habe ich jetzt verpasst, weil irgendwie war ist der gerade gekommen, als der Stream bei mir abgebrochen ist. Aber ich sehe gerade im Chat, hast geschrieben, voll spannend. Ja, ist es auf alle Fälle spannend. Und ich will auch wissen, wie es weitergeht. Also, ich hoffe, allerdings, wenn ihr jetzt noch einmal das Internet abbricht, dann höre ich mit dem Stream heute auf, weil ich will ja, dass ihr mitgucken könnt und das hat dann einfach keinen Sinn. Dann würde ich morgen weitermachen. Also, wenn es jetzt noch einmal abbricht, dann hören wir für heute auf. Das will ich jetzt nur mal als Warnung sagen.
Oh, ah. Was war denn das? Was zum... So, alles mal entnehmen. Haben Sie das gesehen? Da war es. Das waren garantiert Waffen. Fliegendes Ding. Schreiben Sie es auf die Liste der Dinge hier, die wir nicht verstehen. Oh, ich habe einen Dash. Ist das cool? Das sieht ja cool aus. Kommt dieses Geräusch von unten? Alien-Götter der Unterwelt? Sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibration. Ha, diese Ausmaße. Wer hat das alles gebaut? Alien-Götter. Wow, sieht aber echt cool aus gerade. Oh, Alien-Götter. Da gibt es weitere Aliens. Wir gucken erstmal hier in die Richtung. Kannst du über den Abgrund... Probieren wir gleich mal aus. Ich gucke nur, ob ich speichern kann. Ich kann nur gerade nicht speichern. Das ist das Problem. Weil Gegner in der Nähe sind. Deshalb springe ich mal lieber nicht in den Abgrund. Hoffentlich ist das andere Shuttle nicht hier abgestürzt. Ryder, was wird mir das da abgestürzt? Noch mehr dieser Aliens. Sie haben uns gesehen. Na toll. Das läuft ja alles toll. Sie haben es nicht so mitreden, was? Achtung! Sie setzen diese Tiere ein! Vorsicht! Sie tarnen sich! Das ist für Kirkland! Alles klar bei Ihnen? Machen Sie sich um mich keine Sorgen! Also mit der Pistole habe ich natürlich unwahrscheinlich gute Durchschlagskraft. Okay, weiter geht's. Da ist vorne. Gut, das mit den Granaten müsst ihr mir noch beibringen. Das ist cool. Das wäre erledigt. Wow. Sie. Und Brandmunition haben wir dafür. Machen das ziemlich gut, Ryder. Ich gehörte zu einem Team, das proteanische Artefakte ausgrub. Oh, dann kennen Sie das hier ja alles. Es geschafft. Aha, okay. Ich frag mich, was diese Kerle hier wollten. Sie sind offenbar abgestürzt. Das ist keines unserer Schiffe. Also auch abgestürzt, okay. Ich kann auch eine große Waffe nehmen. So. Das ist Nahrung, denke ich. Ah, so okay. So funktioniert. Von hier kann sie nicht stammen. Auf diesem Planeten wächst überhaupt nichts. Also schaffen Sie sie vermutlich von einer anderen Welt hierher? Das heißt, es gibt in diesem Cluster noch mehr von denen? Ätzende Vorstellung. S-Line, naja, eigentlich sind wir hier die Monster, wenn man es genau nimmt. Weil wir sind ja bei denen eingedrungen. Also, eigentlich müssten wir uns benehmen. Ryder, da drüben ist eine Art Höhle. Naja, eigentlich waren die zuerst. Also, die, das ist ja deren Galaxie. Dementsprechend waren die zuerst da. Also, rein technisch gesehen.
Wir sind ja erst irgendwie vor 20 Minuten in der Galaxie überhaupt angekommen. Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Dann waren die Langstreckenscans korrekt? Das hier hätte eine Heimat für uns sein können? Ja, vor 600 Jahren, aber... So, wir haben irgendwas jetzt gekriegt dafür. Unbekannter Pflanzentyp. Okay. Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutation. Er hat überlebt. Ich schätze... Ein totes Tier, gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem nett. Oder sie sind am Verhungern. Noch mehr Alien-Artefakte. Ja, aber vielleicht haben wir, als wir gesagt haben, wir greifen nicht an, vielleicht ist es in deren Sprache so viel, haben die verstanden wie tötet sie, sofort. Oh. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn man in die Tiefe stürzt. Gar nicht gut. Oh, ich verlasse das Gebiet. Okay, ich muss hier bleiben. Aber der Jetpack macht Spaß. Wie? Boing. Ein Weg nach oben, linke Seite. Ja. Ach, jetzt kommt schon wieder Pizza. Ein Muster. Also ein Jetpack wäre echt cool. Das Rauschen wird lauter. Kann man unwahrscheinlich gut springen damit. Man kann auch im Nahkampf kämpfen. Geschafft! Gott sei Dank! Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot, aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorräten um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Also, ich sehe, alle möchten gerne ein Jetpack, nicht nur ich. Und hallo, Bangslang. Ja, eigentlich ein schöner Abend und tolles Let's Play, aber mein Internet ist heute etwas unzuverlässig. Deshalb, ich hoffe, es hält jetzt wieder ein bisschen. Aber irgendwie macht gerade Unity Media hier in Esslingen etwas Probleme. Kommt mir jetzt etwas zuvor. Aber das Jetpack ist echt cool. So. Da ist irgendeine Art Bauwerk. Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Genau wie allem anderen auf dem Planeten.
Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Hallo, ist jemand zu Hause? Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Hallo, hallo? Das ist doch mal wieder toll. Guckt euch das mal an. Hier lebt niemand. 700 Jahre in der Zukunft, aber wir haben keine gescheiten Taschenlampen. Das sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Ja. 700 Jahre und keine gescheite Taschenlampe. Das ist Zukunft. So, weiter mit der Munition aufgenommen. Komm ich da hoch? Alien-Gerätschaften. Was soll das alles? Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Verdammt! Habe ich gerade die Selbstzerstörung ausgelöst? Das bedeutet nichts Gutes. Ich habe die Selbstzerstörung ausgelöst. Nein, ich habe den Lichtschalter betätigt. Oh. Das ist ein Generator. Ja, klar. Warum auch nicht? Ich sollte vielleicht erst mal scannen. Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Ich scanne vielleicht erstmal. Okay, Funktion unbekannt. Okay. Noch ein Gerät. Oh, da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Sogar die Gerätschaften wollen uns erledigen. Noch ein Alien-Gerät. Das ist ein Radio, oder? Selbstmordschutz! Schummelschutz! Ja. Dieselbe Sprache wie die Aliens. Was er wohl sagt. Ich möchte Toast mit... tötet alle Menschen. Na, oder Toast mit Marmelade. Ich möchte Toast mit Marmelade. Mist. Das war der Alarm. Aber so gehört sich das natürlich, wenn ich irgendwo in einem neuen Gebiet bin, erstmal überall Knöpfchen drücken. Knöpfchen drücken kann ich gut. Immerhin haben wir jetzt Licht. Hey, die Tür hat sich geöffnet. Dann gehen wir doch mal durch die Tür. Ist das eine Art Forschungslabor? Möglich. Und dann hat es ein Tornado erwischt. Und alles nehmen. Ich habe keine Ahnung, was ich mitnehme, aber solange ich was mitnehmen kann, nehme ich es mit. Merkwürdig. Hören Sie das? Sieht aus, als wollten Sie einen Tunnel graben. Hat wohl nicht ganz geklappt. Ah! Vorsicht! Was denn? An. Da! Also jetzt auch noch Killerroboter? Natürlich. Den Geth zu Hause wird es hier gefallen. Die Geth sind übrigens ein Robotervolk, was es in den alten Mass Effect Teilen gab, die einer der Hauptbedrohungen waren. So viel dazu. Aber in Mass Effect 3 haben wir es geschafft, dass die Geth Freunde wurden. Irgendwelche Hi, Unicorn. Aufklärungsexperte? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie. Und diese Aliens sind daran interessiert. So wie Archäologen? Ja.